Nach der Einigung Mexikos und der USA über den Handels- und Grenzstreit macht sich Zukunftsangst unter Migranten breit. Gemäß der Vereinbarung können Migranten aus Mittelamerika auf der gesamten Länge der südlichen US-Grenze nach Mexiko zurückgeschickt werden. Dort müssen sie dann auf eine Entscheidung der USA in ihren Asylverfahren warten. Nach diesen Entscheidungen ist die Lage sehr gefährlich geworden, deshalb können wir hier nicht weg. Sonst werden wir in Gewahrsam genommen und in unsere Heimat abgeschoben. Die mexikanische Regierung zelebrierte die Einigung mit den USA mit einer Kundgebung in der Grenzstadt Tijuana. Die Veranstaltung war ursprünglich als Protestkundgebung geplant. Dann änderte der Präsident die Ausrichtung. Ich werde nicht die Fäuste ballen, sondern der US-Regierung meine ausgestreckte Hand reichen. Und ich betone noch einmal unseren Willen zu Freundschaft, Dialog und Zusammenarbeit zwischen beiden Nationen. A la amistad, al diálogo y a la colaboración. Der Präsident sagte, man habe nicht alles erreicht, aber die Würde behalten.